Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei einer weiteren Runde Ark Survival Ascended. Ich musste mir kurz überlegen, was wir heute machen. Bei mir ist spontan noch, sagen wir mal, ein Seminar dazwischen gekommen, wo ich schon wieder eine Woche nicht da bin. Diese Woche, wo gerade die Folge läuft, etwa, glaube ich. Und das heißt, ich muss wieder ein paar Sachen irgendwie vorbereiten. Und da finde ich es immer praktischer, wenn man etwas größere Projekte macht. Was ist denn da los? Ach so, ich habe ja da oben die Wand rausgemacht, das letzte Mal, um die Dinge hier rum anzuzünden. Ach so. Und eine Sache, die mir eingefallen ist, so ein Projekt, was 1 bis 3 Folgen wahrscheinlich sowieso dauern würde, wäre das Redwood-Projekt. Und zwar würde ich das allerdings richtig vorbereiten wollen. Und Terrorbird-Sattel können wir da ganz entspannt mitnehmen. Ich würde den Thylakoleo-Sattel natürlich mitnehmen. Aber vorher werden wir uns für den Thylakoleo selbst natürlich C-Material besorgen. Was gekochtes Lammes. Weil der Thylakoleo ist ja so ein Ausnahmeding, der bevorzugt das gekochte Fleisch. Das ist natürlich in Massenproduktion mit dem Ding ein wenig fragwürdig. Deswegen nehmen wir ein anderes. Da haben wir die Möglichkeit, den Industriegrill zu nehmen. Oder falls dieses Spiel hier, dieser Fire Pit, es kann sein, dass ich über diesen Mod Fire Pit auch was machen kann. In großen Mengen. Das ist immer so, vor allem, der ist mir jetzt einfach viel zu billig. Das fände ich tatsächlich einfach frech, wenn das so einfach gehen würde jetzt. Oh, cool. Das jetzt einfach mal. Wenn ich da jetzt natürlich wirklich in Massen herstellen kann, wäre es praktisch. Ich würde da aber aus Prinzip trotzdem nochmal so einen Industriegrill bauen. Einfach nur, damit ich, ja. Genau. Damit sich das nicht ganz so gecheatet anfühlt. Ich probiere es aber erstmal aus. Raw Meat. Hier, Frau Schubser, du hast 250. Was willst du damit, Dohne? Dann gib mir mal. Oh, Sparkpulver. Finding Forge? Ne, das brauche ich da drin. Den Cash brauche ich das denn schon wieder? Ich weiß schon wieder nicht, was der Item Cash ist. Passt schon. Machen wir es mal so. Turn on. Wow! Das ist das, was ich meine. Ich finde das absolut übertrieben. Es sieht nicht mal sonderlich geil dabei aus. Die Alternative, vanillatechnisch, um so große Mengen herzustellen, ist der Industriegrill. Da muss ich sagen, den habe ich immer so wirklich ungern benutzt, weil halt, ich finde ihn hässlich. Klingt ein bisschen doof, aber ich finde ihn einfach hässlich. Gucken wir mal. Ich meine, ich kann ihn mir sogar leisten. Vielleicht sieht er jetzt hier mittlerweile auch besser aus. Achso, turn on. Also ich kann ihn mir anscheinend ziemlich entspannt leisten. Deswegen baue ich ihn einfach aus Prinzip, damit sich der billige nicht so teuer an. Nicht so gecheatet anfühlt. Falls ihr wisst, was ich meine. Weil das Ding hat mich jetzt ein Holz gekostet und. Alter, das Holz einfach durch. Das Fleisch, das weiß nicht. Ich werde mir das Ding jetzt erstmal da hinstellen. Irgendwie habe ich hier gerade voll Crap-Probleme. Weil ich habe doch falsch rum hingestellt. Ich bin ein Held. Nicht demolisch. Pick up. Bitte richtig rum. Hast du mit Strom? Gucken wir mal, was hier. Der sieht definitiv besser aus als der alte. Das muss ich sagen. Raw Meat. Habe ich noch Prime? Nö. Matten? Nö. Dann machen wir hier. Guck mal, der Argentavis braucht keine 700 davon. Läuft der jetzt?
so. Hoi. Sieht gar nicht so schlecht aus. Passt das überhaupt nicht in den Baustil, den ich für gewöhnlich habe? Da ist das Ding etwas passend, aber irgendwie finde ich das auch nicht so gut. Da war, fände ich wieder so meine alte Matthias Castle Keeps and Forges. Da war geiler Scheiß bei. Ich mach die mal aus. Aber so haben wir jetzt schon mal das Projekt erledigt und können in Masse Fleisch produzieren. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt auch einfach mal ein Bildchen. Ich liebe diesen Fotobonus. Habe ich das irgendwie schon mal erwähnt? Bestimmt, oder? Oh. Industrieküche steht. Safe. Wir suchen uns jetzt ein Schaf und zerfleischen es erstmal. So macht man das doch, oder? Ich würde auch sagen, wir nehmen dafür Bayonetta mit, weil ist ja sowieso komplett übertrieben stark. Und flink. Ach du Heilige. Können wir auch noch 50.000 Fisch braten, oder? Ich werde nie wieder Hunger leiden. Ah, jetzt geht das Ding ja schon wieder nicht. Witzig. Das mit der Mod läuft merkwürdig. Geht sie mal nicht? Ich glaube, irgendwie beißt sich da was im Overlay. Ha! Gut, gibt Schlimmeres, aber... ist doch komisch. Komm. Aus Prinzip... naja, macht das Fisch gleichzeitig mit. Geil. Nie wieder Hunger. Gut, hat auch so nie das Problem mit gehabt, aber egal. So, Bayonetta. Das heißt, ich räume dich nochmal auf. Das passt so. Oh, wo packe ich denn dann dein Ei hin? Manni, hast du Bock auf ein Ei aufzupassen? Stimmt. Hast du auch noch viel zu viele Dinge drin? Oi, oi, oi. Hau einfach weg. Ist ja schrecklich. Oh. So, und jetzt suchen wir uns ein Schaf. Du musst dich durchlaufen. Und du auch nicht. Das ist so krass. So, nehme ich mir nämlich dich mit. Und aus Prinzip noch... den Argentavis. Aber ohne, dass der Argentavis noch mehr Leute mit sich zieht. So. Safe. Machen wir ein bisschen ohne hat, das ist immer tausendmal schöner. Ja. Wartet mal da. Ich nehme mal kurz Winterkleidung mit. Für den Fall der Fälle, dass wir im Schneegebiet suchen sollten. Was der Plan ist, im Übrigen. So. Halt, Schaschank. Gold ist 416, 491. Hier, 491er Kälteresistenz.
Und hier auch nochmal 300, sonst was. Das, die beiden Dinger reichen wahrscheinlich aus, um da rumzugehen. Dann laufe ich da in Mütze und Socken rum. Mache dann sonst ein bisschen im Adams-Kostüm. Und chill mich durchs Schneegebiet. Ist doch gut. Hey, ja, ja. Wir werden natürlich noch ein paar Lootschreien mitnehmen. Was heißt hier ein paar? Ist eine gute Frage. Der da lacht mich schon mal an, weil er einfach da ist. So, ich hoffe, meine Agentarus kommt flott hinterher. Oh, geht. Die meiste Zeit werde ich aber auch nicht so geradeaus laufen, also passt das schon. Ja. Keine Ahnung? Du folgst Bench, du folgst bei Red, okay. Keine Ahnung, was das schon wieder war hier. Leute, ey. Oh. Und Bibertam. Hat sie. Reicht nicht. Ich bin Schneegebiet, ne? Da lang. Ich glaube. Den kommt ein lilaner Strahl gerade runter. Ja, gut, so viel zum Biber. Ja, ich glaube, diese Schreibe würde ich natürlich wieder gerne abwarten. Ist mal wieder typisch. Dann kann ich ja mal kurz aufräumen, was wir beim Biber rausbekommen haben. Das ganze Holz ist nämlich mittlerweile eigentlich recht überflüssig. Auf der anderen Seite, solange ich es mitnehmen kann. Wäre das dumm, es nicht mitzunehmen. Argentavis, du wirst erstmal meine Lagerfläche sein. Ach so. Du kannst mal was von deinem Fleisch abdrücken hier. Argentavis freut sich. So, wie lange noch? Wow, 5 Stunden noch oder wie? Gucken wir uns vielleicht einfach mal kurz um, ob wir hier nochmal ein Terizino finden. Einen weiblichen hochgelevelten. Einfach aus Prinzip. Pärchenbonus. Momentan sieht das nicht so aus. Okay. Wir suchen uns gleich Schaf. Vor allem, im Westen verwende ich auch 2 oder so. Es wird ein bisschen witzig werden, weil sobald ich ein Schaf habe, muss ich relativ schnell nach Hause. Das Zeug gammelt ja sehr schnell weg. Schlappe ich nicht. Mein Gott, das hat er mit 200 Rüstung. Yo! Nochmal ein Paratier, okay? Dödi. Für die Kuro-Sattel mit 651 Rüstwert. Wow. Fehlt ja nur noch der Für die Kuros. Übrigens einer der Gründe, warum ich den Agatavis mitgenommen habe. Falls über sowas Cooles, ein super Dirty Kuchen oder überhaupt was Cooles, Kleines stolpern, was ich mitnehmen möchte, können wir es mit dem Agentavis einfach einklemmen.
Oh, hier sind wir. Gut, weiß ich Bescheid. Hab ich gespeichert? Ich muss speichern. Dödikus, Alter, mit 651 Rüstung. Oh! Du bist? 85er Weibchen. An sich schon was Geiles? Muss ich das hier machen, Alter? Klappt. Natürlich, das ganze Filet, was wir jetzt mitnehmen, würde sich auch eignen für den Tylakoleo ohne große Probleme. Aber Hammel ist halt geiler. Wir sind hier schon mehrfach über Hammel gestolpert. Ob Baryonyx von dem Tyrannosaurus betroffen ist. Nein, man nicht. Wow. Ihr macht das schon, ihr macht das schon. Du bist ein Hirsch? Eieieiei. Ich mache mir um den Argentavis tatsächlich gar nicht so viel Sorgen, aber es wäre trotzdem schön, wenn er da wäre. Ich hab's gehört. Ich hab unser Hammel gehört. Wo ist es? Ja. Oh, es tut mir leid. Es tut mir leid. Wo ist es denn? Wow, hab ich. Gut, ab nach Hause. Cool. Das hätte schlimmer laufen können. Boah, hätte es länger dauern können, das ist ja richtig gut, das läuft. Wenn der Argentavis noch weiter eintaucht, der trinkt ja gleich. Das wäre richtig fail. Okay, das heißt, wir hätten dann heute schon mal alles vorbereitet, können die Sachen packen. Würde ich tatsächlich auch in dem Trupp hier machen. Bayonetta und Argentavis, finde ich, damit sind wir richtig gut bestückt. Oh, erstmal müssen wir ein ganzes Fleisch durchfahren hier. Oh! Gut. Nochmal ein Diplo-Sattel. Ja, okay. Ich finde das immer noch äußerst interessant, was man hier alles kriegt. Alter.
läuft. Haben wir hier noch? Nehmen wir auch mal ein bisschen Filet mit. Übel Nummer. Also Thylakoleo dürfte damit safe sein. Ich glaube, ich hätte gerne einen Kühlschrank. Oder so eine, eine Räucherkammer. Lass uns eine Räucherkammer machen. Wie heißt die auf Englisch? Oh. Jetzt wird es interessant. Wie heißt die auf Englisch? Hier ist sie. Preserving Bin. Ich will mir Steine. Ich bin begeistert. Zacksteine. Gut, ist doch nicht so schwer. Vielleicht können wir dann nämlich auch Räucherfleisch herstellen. Einfach nur, weil wir es können. Im wahrsten Sinne des Wortes. Komm, machen wir gleich zwei Stück davon. Dekadentes Leben. Hä? Wir müssen irgendwo eine Küche hin. Wir müssen irgendwo eine Küche bauen. Cool. Ich glaube, das Problem ist, dass der Hut von der Mod im Hintergrund ist. Ich weiß auch gar nicht, wie ich da rüber switchen kann. Also irgendwas ist halt ein bisschen komisch, aber ich kann die Mod einfach nochmal neu installieren oder auf Updates prüfen. Vielleicht hilft das ja schon mal. So, Spark Powder brauchen wir. Und irgendwie hätte ich doch gerne noch deutlich mehr von hergestellt. Wo habe ich das gerade alles hingeschmissen? Wahrscheinlich hier rein, ne? Zack, zack. Machen wir mal 100 pro. Die Viecher, ich muss aufräumen. Ich muss immer aufräumen. Irgendwas ist immer zum Aufräumen da. So, zack. Das läuft ja jetzt durch, ne? Ne, Öl. Ist jetzt schon Öl? Ich glaube schon, ne? Ganz kleines bisschen. Aus irgendwelchen, rein, schätze ich mal. So, dann packen wir die Sattel hier. Falsch. Sattel weg. Kleidung weg. Brauchst du überhaupt noch laufen? Boah. Genau, dann haben wir das. Sachen packen für die Strecke. Dafür nehme ich dich mal. Du hast da sogar noch mehr von dem Zeug. Das ist eigentlich was für den Waffenschrank. Egal, das ist... Narkotik-Trap?
Next two of these nearby each other to create a poisonous trap. However, it's not this effect renders creatures untamable. Okay, Kreaturen, die nicht zähmbar sind, sind direkt ausgenockt damit. Das ist sicher spannend. Du bist aufgeräumt. Oh, vorne ist direkt ein roter Strahl. Gut, ob ich das schaffe, ist eine andere Sache. So, gut. Ich schmeiß das Fleisch mal weg. Obwohl, speziell was Fisch angeht, sollte ich unseren Pelagornis vielleicht ein bisschen versorgen. Der steht ja auf dem kleinen Balkon, ne? Hier hast du Fisch. Das kann weg, 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 weg. Oh, hier. Und dann holen wir uns gleich die Sattel, gucken, dass wir den roten Strahl noch kriegen und dann wechseln wir in die nächste Folge rüber. Das fühlt sich an wie ein Plan. Bin ja begeistert, kommt nicht so oft vor aktuell. Also, dass ich einen Plan habe, meine ich. Fleisch weg. Das ist noch mehr da. So, so. Essen, Essen, Essen. Wir sind aufgeräumt. Die Tiere sind aufgeräumt. Gut. Thylakoleo-Sattel und Terrorbird-Sattel. Das ist wohl jetzt wichtig. Boah, zwei Stück. Einfach geil. Tüller. Safe Game. Ich hab meine 10 Box dabei. Ich habe einiges an Betäubungsfallen dabei. Lagerst du den Kram? Ich muss das 10 Fleisch noch mitnehmen. Auch du? Ich bin gut drauf aufpassen. Dann sind wir zwei. Oh, ich bin gut da. Wird interessant. Natürlich wäre jetzt Rolas ganz interessant wegen den Terrorbird gerade ein. Auch wenn wir mittlerweile so stark betäuben können, dass das glaube ich gar nicht so wichtig ist, aber. Haben wir welche? Eine. Reicht mir erstmal. So. Jetzt wird's spannend, ob wir den roten Strahl kriegen. Oh, ich will noch was mitnehmen. Ich finde, der Redwood könnte in der Teleporterstation bekommen. Wir haben ja noch einen Teleporter auf Lager. Weil den Weg gehen wir jetzt schon so oft. Dann können wir den auch in Zukunft abkürzen. Also sobald wir da sind natürlich erst. Und vorher geht das gar nicht. So, hart aus. Genießen. Wohl mein. Ah! Wie dachtest du? Oh. Oh, ich glaube, der rote Strahl hat sich erledigt. Oder? Ah, ich glaube schon. Schade. Der Wille war da.
wird wahrscheinlich hier gewesen sein, wie in letzter Zeit irgendwie alle coolen Strahlen. Na dann. Haben wir es zumindest versucht. Alles ist in Ordnung. Wir machen hier aber den Wechsel in die nächste Folge rüber. Ich speichere hier auch schon wieder. Wir sind gerade wieder abstürzt, aber... Ich starte Spieler war immer neu. Ich will mal gucken, ob dann die Pull-Mod wieder besser funktioniert. Also, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und wie immer, wenn es gefallen hat, lasst super gerne eine Bewertung da. Beim nächsten Mal machen wir uns auf den Weg in den Redwood. Schauen, ob wir direkt schon irgendwie was geregelt kriegen von unseren 10 Projekten. Da ist ein neuer Biber gespawnt. Level 5, ja, nee. Da ist auch noch einer. Level 20. Ist vielleicht doch ein anderer See. Hier ist noch ein... Ich wollte gerade sagen, Terizino, was ist ein Para? Gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Einen Plan haben wir ja grob. Hast du einen? Nee. Gut. Bis dann. Ciao.